Wir werden jetzt etwas tiefer in die Materie einsteigen. Ich weiß, es ist sehr schwer, einfach diese einfachen Sätze von mir zu akzeptieren. Und ich stelle jetzt wieder wie vor jedem Selbstgespräch hin, ich erzähle es wirklich nur dem Geist, der sich jetzt dieses Gespräch anhört. Mich interessieren die Menschen, die Enosch, die Medim, die Trockennasenaffen, die in deinem Traum in Erscheinung treten, überhaupt nicht. Jetzt beobachte bitte, wie du diese Worte interpretierst. Lieblos, das hat mit Lieblosigkeit nichts zu tun. Es ist das genaue Gegenteil davon, nämlich die absolute, allumfassende, rote Liebe. Und das, was dich hindert, zu erkennen, was du selbst bist, ist eben dieser Zweite in dir, der Intellekt in dir, der dir ständig einredet, das kann nicht sein, was nicht sein darf. Ich kann doch nicht, ich darf doch nicht, ich muss doch und es ist doch so, ich weiß doch, dass es so ist und dass es so ist, du weißt überhaupt nichts. Zumindest nichts über dich selbst. Bitte bemühe dich, vorurteilsfrei meinen Gedankengängen jetzt mitzugehen, die diese Worte in dir auslösen werden. Du legst natürlich die Worte wieder sehr einseitig aus, aber was hier dich richtig blind macht, das ist eventuell das Gefühl, das verstehe ich nicht und da komme ich nicht mit. Ich mache das absolut kindgerecht. Es sind gerade diese vielen einfachen Sätze, die ich immer und immer wieder wiederhole. Dazu gehört der Satz, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Dann taucht in dir eine Information auf, das bist nicht du, du bist auch dann da, rot geschrieben, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Der tiefe Glaube zu sagen, ich bin der Körper und ohne meinen Körper wird es mich ja nicht geben. Das Wort geben, der Geist ist eben, das ist die Nulllinie und in dir tauchen Gedankenwellen auf. Der Glaube zu sagen, als normaler Mensch, hör genau, achte genau auf meine Worte. Ja, wenn ich nicht an meinen Körper denke, dann ist er ja immer noch da. Ich sage, das ist richtig, wenn du die Worte verstehst. Dein Körper ist im Meer eine geschlossene Schöpfung, der ist dann im Meer noch heißt ruh und absolut unbeweglich da, also nicht existierend. Und wenn du an deinen Körper denkst, beginnt er zu existieren als Gedankenwelt. Und du bist immer da und in dir ist alles, was in dir auftaucht. Wie ich immer sage, wenn du dir jetzt einen Wasserlinie, einen Wasserspiegel vorstellst, im Meer selber sind keine Unterschiede, keine Wellen. Das ist natürlich jetzt eine einseitige Behauptung. Selbstverständlich ist in dem ausgedachten Meer auch was drin, nämlich zum Beispiel ein Fisch. F-Fisch ist eine Gestaltwerdung, weil die ganzen Existenzen sich ja in dir selber befinden. Du denkst dir die ja nur aus, um dich herum aus. Aber das ist jetzt mal schon wieder fast zu weit gegangen, das habe ich tausendmal erklärt. Jetzt bringe ich kurz das kleine Beispiel mit dem Professor, meinem Professor Rainer. Bitte geh mal in den Gedankengang mit. Ich sage zu ihm, dass hebräische Zeichen sind auch Zahlen. Das heißt, ich erzähle dir ja etwas. Das ist in dem Wort sprechen, ist das Zählen schon mit drin. Und ein ganz einfaches Beispiel, um dir das klarzulegen, dass man dann mit Worten, mit Zahlen rechnen kann. Das hebräische Wort für Vater ist Ab. Das besteht aus zwei Buchstaben, nämlich aus dem Aleph und aus dem Bet. Das ist die Ziffer 1 und 2, A, B. Wenn wir das zusammenzählen, gibt es die 3. Das ist das hebräische Wort für Vater, unter anderem. Das hebräische Wort für Mutter spricht man M im klassischen Ivri. Das schreibt sich Aleph Mem. Das ist die Zahl 41. Wenn wir das zusammenzählen, und das schreibe ich auf ein Blatt Papier hin, bei meinem Professor Rainer jetzt ausgedacht in die Vergangenheit, das ist die Zahl 41. Wenn ich jetzt den Vater mit dem Wert 3, den Ab, mit der Mutter M, mit dem Wert 41 zusammenzähle, 3 und 41 ist 44, welch ein Zufall, das hebräische Wort Illet ist das hebräische Wort für Kind, hat den Zahlenwert, I ist 10, L ist 30 und D am Ende ist die 4, 44. Vater und Mutter verbinden sich und geben ein Kind. Genau das habe ich in den einfachen Worten meinem Professor Rainer erzählt, ein hochgebildeter Professor. Und er hat dann Revue passieren lassen. In einer Rückerinnerung hat er aufgeschrieben, was er an dem Abend, das erste Zusammentreffen mit dem UB, erlebt hat. Und dann steht dann drinnen, dann sitzt er sich vorne hin, schmiert hebräische Zeichen auf ein Blatt Papier und redet auf einen ein und keiner kommt mit. Ich sitze jetzt da und so, hey, was ist jetzt los?
Ich habe jetzt dieses alte Beispiel von mir nochmal wiederholt, um dir klarzumachen, wenn du jetzt, wenn ich dir was erkläre, sagst, ich komme nicht mit, leidest du an demselben Problem, du hörst einfach nicht richtig zu. Da ist irgendwas in dir drin im Hintergrund, das dich total vernebelt, das verstehe ich nicht, da komme ich nicht mit, schon wenn man hebräische Zeichen sieht. Du musst es nicht wissen, bei Holophilien geht es nicht um den Intellekt, es geht zuerst einmal darum, dass du weißt, was du selbst bist. Und ich sage, setz dich als träumenden Geist. Zweite Metapher ist als ein Computer und die dritte Metapher als 200 Gramm rote Knete, die ständig die Form verändert. Du bist immer derselbe Geist und du hast ständig wechselnde Informationen. Und jetzt legen wir mal los. Dazu übertrage ich den Bildschirm. Ich hoffe, das haut jetzt hin. Ja, Bildschirm funktioniert. dann. Dann springen wir hier mal rein als erstes in unsere neue, schöne Holofeeling-Seite in die Updates. Ich würde es nur mal ein bisschen zeichnen mit Worten. Das ist jetzt das letzte Update. Dazu sollte man wissen, dass diese Updates sich ja chronologisch aufbauen. Und jetzt haben wir wieder das Problem mit der Chronologie. Wenn ich jetzt das Archiv anklicke, das sind jetzt die letzten Updates, datummäßig geordnet. Das geht natürlich runter bis 2011 oder was. Wobei die Älteren hier natürlich nicht so in dieser Form dargestellt werden. Und jetzt ist natürlich, wenn du ein Neueinsteiger bist, jedes Update, das ist wie ein Hochhaus, baut auf dem anderen auf. Und zwar runter bis 2011, lückenlos. Jetzt ist natürlich die Frage, kann ich das verstehen, wenn ich das darunter nicht weiß? Es ist oft sinnvoll, wie in dem Film Memento, hier kreisend das zu durchschauen, wenn man neu anfängt und wenn du alter Holofeeling-Hase bist, schaust du dir die eh alle an. Und jetzt nehme ich einmal das letzte Update hier über den SUS. Die Leseart und Weise. Ich will zeigen, was da noch zwischen den Zahlen reinkomprimiert ist. Das heißt, jetzt hast du mal ein großes. Es gibt ein Selbstgespräch, also ein Buch, eine Fassung, wo ich darauf eingehe. Das Einfachste ist, du tust da mal diese komische Strichschreibung und Getrennschreibung, ignorierst du einfach beim Lesen. Dann hast du ein großes und man sieht jetzt hier schon, da haben wir das Ross und das E-Quadrat, da gehe ich noch drauf ein, das ist ja bei Einstein in der klassischen Einstein-Formel E-Quadrat ist MAC hoch 4. Das ist praktisch JCH, ICH, wir sind ein Bewusstsein und ein kleines SUS. Das heißt jetzt hier, das sind zwei, das rote S ist Bewusstsein. Man sollte die Rot-Blau-Tabelle von Holofeeling kennen. Das ist zwei Bewusstsein, JCH und ICH. Der Pixel-Udo, das ist jetzt der, dem du zuhörst. Das ist das Pixelmännchen. Nehmen wir an, der ist jetzt unten rechts in der Ecke. Den sehe ich jetzt nicht, wenn ich das Udo-Programm laufen habe. Sagt in den Holofeeling-Videos des Öfteren bewusst auf gut Fränkisch, dass ich immer sage. Diese Floskel kommt sehr, sehr oft vor. Und jetzt genau aufgepasst. Alles. All ist Gott, der ist nichts. Creatio ex nihilo. Les heißt herausgeschmissene Raumzeit, also das, was du jetzt die Umwelt nennst. Was ich immer sag. Jetzt haben wir hier schon was. Das was ist das Bewusstsein und das Bewusstsein sind wir zwei. ICH und JCH. R wiederum hebraisiert heißt erweckt. Das Bewusstsein erweckt das, was ich im Meer sag. Das kommt genau übrigens bei 7,4. Das könnte ich jetzt noch sagen, das ist die Selektion einer Öffnung. Das ist eine kleine Stelle. Ist für dich kleines Wirklicht, ein kleines Wirklicht ist ein Geistesfunken. Wichtig. Das Dickwissen heißt im Mittelpunkt. Wir sind immer im Mittelpunkt, du bist wie ich im Mittelpunkt. Da höre ich jetzt ganz, ganz kurz rein. Bitte sagt mir, wenn der Ton nicht geht. Weil alles, was in mir passiert, passiert jetzt. Alles, was in mir passiert, passiert jetzt. Und da ich behaupte, dass ich du bin, passiert es in dir jetzt. Ja. Es ist auch unmöglich, dass dieses Wasser einen Meter weit von mir entfernt ist. Ich kann mir das ausdenken. Ein ausgedachtes Wasser ist nicht mehr das rote Wasser von El Hayom, von Gott dem Meer. Egal, wo du dir ein Wasser hindenkst, es gibt auch Binnenwasser, Binnenwasser, Binnengewässer. Wo du dir hindenkst, wir unterscheiden zwischen dem roten Wasser, das ist der Geist oder die 200 Gramm rote Knete, und das blaue Wasser ist praktisch zu Form gewordenes Wasser, die Gedankenwellen. Informationen, existierende Informationen.
ich kann mir das gedanklich vor mich hinstellen oder ich kann das auch sinnlich wahrnehmen, wenn es auf der VR-Brille ist. Und schon machen wir wieder dieses große Problem, schon wieder eine Trennung, dass ich immer sage, der Geist, der du bist, dass ich immer sage, der Geist, der du bist. Das lass mal gut sein. Mir geht es jetzt bloß darum, dass dir klar wird, beachte, was ich blauer Brösel sag. Blau steht immer für was Existierendes. Und da springen wir jetzt ganz kurz rein. Dieses S-Chat heißt Reden, Sagen, Sprechen. Wir können zwischen zwei Hauptkonsonanten können wir J und ein Waff reinschieben, dann heißt es hier bei sich. S-I-Chat heißt ja sich. Sprechen, Reden, Erzählen. Weiter will ich nicht darauf reingehen, was übrigens so interessant ist, es ist ein gespiegeltes Sprechen, darum ist die 68 ist 86, wenn wir das spiegeln, das ist UBLA Jung. Ich will nur darauf hinweisen, da gibt es Spiegelungen von Spiegelungen. Mhm. So, also beachte, was ich blauer Brösel sage, heißt rede, spreche, was ich blauer Brösel sage, rede, spreche, sag ist sich. Das rote Sich, Sich ist ein absolut bewusstes Ich, Ich. Das bin ich und du. Wir sind eins. Ich behaupte ja, dass ich du bin. Der Unterschied zwischen uns zwei ist Z-Vision, dass ich vor dem Bücherregal stehe, die ganzen Bücher kenne und du zurzeit ein Buch liest und dich aufgrund dieses Intellekts, dieses Buches, dieses Programmes, dieses Schwamminhalts, ich benutze jetzt unterschiedliche Wörter, für etwas, was man sich als Ding an sich ganz schwer vorstellen kann, mach dich zwangsläufig jetzt zu dem Brösel, der jetzt vor dem Computer sitzt, wenn du an dich denkst, das macht dein Programm, der sich dieses Video anhört. Die Radik sich symbolisiert den Meister aller Meister, Jesus. Jesus steht für ein göttliches Reittier. Das ist lateinisch und da will ich jetzt etwas drauf eingehen noch. Für ein Reittier, das kann man jetzt mit Elef Aleph schreiben. Da schauen wir uns ganz kurz einmal die Radix Reit an. Das ist jetzt R-A-I-T. Rei heißt ja zuerst einmal der Spiegel, immer sein. Einzeln gelesen, der Kopf des Schöpfers ist ein göttlicher Kopf, der immer da ist, das immer da seinde. Das heißt jetzt plötzlich, wenn du dieses Reittier bist, du sahst, du siehst an, du nahmst, du betrachtest es, erkanntest, erfuhrst, erlebtest, verstandest, fandest heraus, kundschaftest aus. Das ist das Reit und das Tier, das du dir denkst, wenn du an dich selbst denkst, der vom Computer sitzt, ist nicht das Reit. Das ist das vollkommene Sehen. Mhm. Jetzt interessant, dieses Bewusstsein ist eine Ehe und das H steht für die Quintessenz und die zwei E ist unser Äquator. Ja. J-C-A, I-C-A, wir sind eins. Ja. Und jetzt habe ich hin das N blau dran gemacht. Das heißt, das, was wir sehen, sind die Existenzen, die plus minus als Gedanken werden in uns auftauchen. Ja. Mhm. Das ist es Reit. Das wäre dann ein existenzwertes Tier, der Affe, der jetzt vom Computer sitzt, wenn du an dich selber denkst. Mhm. Wir können natürlich jetzt dort da das N auch rot machen. Dann heißt es ja Sein. Dann hast es ein bewusstes Ehe-Sein. Mhm. Also E-Quadrat-Sein. Mhm. In der Quintessenz. Ja. Du siehst, du nimmst an, du betrachtest und so weiter und so weiter. Reit, Reit selber heißt der Spiegel, das ist der Spiegel in der Mitte. Schau das kleine Bild an, das jetzt in einem Formspiegel und H in dem Spiegel aufplatzt. Was aber letztendlich, das Formspiegel ist genauso eine Illusion wie das Hinterspiegel. Es gibt bloß den Kopf des Schöpfergottes. Ja. So, das ist jetzt, wenn man sich damit beschäftigt. Genauer ein göttliches Postkurier- und Jagdpferd. Und da schauen wir uns jetzt erst einmal den Feridus an. Das ist das hebräische Wort, das lateinische Wort, Entschuldigung. Ich habe jetzt gerade offen den Kabel, es gibt noch zwei andere Wörter für Pferd. Das ist einmal der Kabbalus, das heißt Wallach. Das ist ein schalachrotes Pferd normalerweise, da steckt jetzt dann Kabbalus, wenn wir reingehen. Aber was mir jetzt wichtiger ist, ist hier Weal, ein doppelt aufgespannter Gott, ein doppelt aufgespanntes Nichts. El Chet auf Hebräisch heißt Lebensfrische. Mhm. Wir wissen das ja. Das heißt, dieser doppelt aufgespannte Gott, schau unten das kleine Bild an, wird jetzt lebendig. Leben heißt eine auseinandergeschmissene polare Existenz. Lach ist die Lebensfrische. Immer von Augenblick zu Augenblick taucht das Neue in euch auf.
Und ich kann natürlich jetzt ein A dazwischen machen, dann wird L zu einer Vorsilbe und Ach heißt Bruder, das heißt zum Bruder zu einem Pen werden. Bruder auf Hebräisch heißt Pen, zu einer polaren Existenz werden. Da müssen wir hin. So, das ist das Erste, wenn wir den haben, und dann machen wir ganz kurz nochmal einen, nämlich den. Da gibt es nochmal ein Wort für Pferd. Das ist Equa. Ich bleibe jetzt extra. Es geht eigentlich um Equus. Das ist das Pferd, wenn wir dann runterfahren. Ich bleibe zuerst einmal bei dieser EQ-Phase. Interessant. Qua. Heißt ja auf der Seite, wo, da, wohin. Da ist. Denk an einen Berg. Eine Hälfte ist ein Berg und eine andere Seite ist ein Tal. Denk an Aqua. Aqua ist doch unser Wasser. Ja. Das ist, auf welcher Seite stehst du jetzt? Bist du die Mitte oder bist du das da ist oben oder das da ist unten? Inwieweit, inwiefern, wie weit denke ich mir was weg? Und ist es Aqua? Ist ja Vorsilbe im Lateinischen ex, das heißt, es tritt heraus, diese beiden Seiten treten aus ex qua, heißt, da treten zwei Seiten aus dir heraus. Okay. Das ist jetzt der Gegensatz zu dieser Stude. Bewusstsein tut etwas. Aufgespannte Zweispiegelungen ist equus und das ist dann hier auch das Pferd. Aquarius, da kommst du auch, das ist das eine. Und jetzt gehen wir zu dem Ferretus. Schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Ich erkläre dir ein Matrix-Programm, ein Computerprogramm aufbauend auf Sprache. Ich könnte jetzt Zahlen einsetzen, dann fange ich zum Rechnen an. Das ist jetzt diese Stelle, das ist also ein leichtes Le-Ich, ein auseinandergeschmissenes Ich, wird zu einem Pferd. Da steckt das Wort, die Pferde sind dann schon die Erde. Aus Wissen waren Facetten der Erde. Erde wiederum heißt der Weg der Existenzen. Post, Kurierpferde. Bei dem Kurierpferd, wenn ich jetzt. Ich will nur zeigen, wenn man sich damit beschäftigt, wie tief das geht. Ein göttliches Post-, Kurier- und Jagdpferd. Und da habe ich jetzt Sie, Cur, Cura, Curatio, Curie. Schauen wir ganz, ganz kurz an. Wirst jetzt schon merken, was das mit dem Jesus zu tun hat. Wozu, weshalb? Das ist Sorgen, die Fürsorge, das Bestreben, die Aufmerksamkeit, das Augenmerk. Ich habe hier einige Stellen, wenn du jetzt dann runterfährst, Cura, Curatio, da kommt jetzt dann Sorge, der Verwalter, der Aufseher, Halbar. Das ist immer, das baut Curatio, dass ich kümmere mich um dich, ich verpflege dich. Die Behandlung, die Kur, da kommt dann unten sogar die Heilung, die Besorgung. Der Fürsorger, der Besorger, ich sorge dafür, dass du ständig gut unterhalten wirst. Wie musst du dir das vorstellen? Du bist zurzeit ein Gotteskind, das ausgedachterweise nicht bei seinem Vater lebt, sondern bei der Mutter. Die Mutter symbolisiert eine Traumwelt. Ich sorge aber trotzdem für dich. Ich sorge für Unterhalt, für Unterhaltung, indem ich dich träumen lasse, von Augenblick zu Augenblick. In der Fachsprache nennt man das Alimente zahlen. Ali heißt immer wieder hebräisiert mein Gott und Mentio Wisma heißt etwas sich überlegen und Lügen verbreiten. Gut? Jo, ja. So, und jetzt kommen wir eigentlich. Kleinen Moment, da wollte ich noch. Das heißt also hier, das ist zuerst einmal der Veritus, das ist dieses Kurie, der für dich sorgt. Gat übrigens, GD heißt Jupiter auf Hebräisch. Ja, der göttliche Schöpfer ist der Geist, der sich geschlossen dann öffnet und dann wird er zu einem Pferd, zu einem Sus. Wenn du Geistesfunk bewusst wach geworden bist, das heißt, wenn ein Geistesfunk sich in sich selbst zu reden anfängt, zu sprechen anfängt, das passiert doch. Denk an den Anfang von Ich bin du. Du hast jetzt ein Buch in der Hand. Jetzt pass mal genau auf, während du diese Worte, diese geschriebenen Worte anschaust, jetzt auch. Und du fängst zum Lesen an. Beginnt in dir einer zu sprechen, kommt dir die Stimme bekannt vor, wenn du jetzt das selber zum Lesen anfängst. Du musst jetzt ein Geist werden, der sich wieder an sich selbst erinnert. Das heißt, dieser Geistesfunk ist, dann ist er ein nicht existierendes junges Jesus, ein sogenannter Paraphridus. Das heißt, ein ebenfalls bewusst sprechender kleiner Neben-Jesus geworden.
Das Sich nochmal heißt nämlich, Sich heißt nicht nur sagen und sprechen, sondern auch ein Fohlen und ein Firn. Das ist das hebräische Wort für das junge Pferd. Ja. Und Jesus, Sus ist ja das Pferd. Ja. Und jetzt pass auf, was da drin steckt. Also, wir machen zuerst einmal den Barra. Da fällt der E. Das habe ich jetzt verkehrt. Das E muss raus und das E nach. Die beiden E ist vor dem D und vor, hinter dem E, die müssen weg, oder? Doch, der muss drin bleiben. Also. Schaut, es ist jetzt ein Nebenpferd. Ist interessant, N steht für Existenz, Ben heißt auf Hebräisch Sohn, eine existierende polare Existenz. Das ist Sus. Okay, der Ferido selber, den haben wir gerade schon gehabt, kleinen Moment. Das ist jetzt das Kurierpferd, die Kurie, der Sorge trägt. Das ist auch ein Jagat-Pferd, der göttliche Schöpfer ist Jupiter. So, und jetzt gehen wir mal einen ganzen Schritt weiter. Jetzt schauen wir uns mal Ferry alleine an, die Vorsilbe, was sich da aufbaut. Das heißt, der Wahrheit gemäß, in der Tat, in Wahrheit, wahrhaftig, richtig, richtig. Stark, wow, ja. Jetzt kommt hier und ja, die Schüchternheit, die Blödigkeit. Das ist jetzt, wenn du in die Welle reingehst und dich mit einer Welle verwechselst. Okay, ja. Dann wirst du schamhaft, das ist jetzt der Postreiter, der Kurier, das leichte Pferd. Und jetzt schauen wir uns, weil wir da gerade dabei sind, schauen wir uns den Dus einzeln an. Und jetzt haben wir den Alp. Was ist Alp? Alp ist Aleph. Ja. Aber schau, was da schön ist. Ohne jetzt genauer darauf einzugehen. Das ist der Erste. Ich sage immer, ich bin der Erste. Der erste Buchstabe ist das Aleph. Als Aleph ausgesprochen heißt er, ich bin unendlich viele, ich bin all meine Geistesfunken. Und wohlgemerkt, ich habe jetzt nur eine Kleinigkeit hier gezeigt, was, wie tief das geht, ohne dass du aus dem Kontext rauskommst. Jetzt haben wir hier diesen Eintrag von dem Sus. Das ist nur der Eintrag aus dem Gematrie Explorer, wo ich das nochmal beschreibe. Ein großer, ein Ross. Und da ist dieses Sus, ist das absolute Bewusstsein, nochmal ein absolutes Bewusstsein, das ist ich und ich in einem Geist verbunden. Ich bin du und du bist ich. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Wir fallen in einem Punkt zusammen. Ja. Ich bin der ich bin. Und da haben wir jetzt zwei Sus, ein großes und ein kleines Sus. Jetzt habe ich hier bin ich. Das ist jetzt der schöne Liedex, die alle maßgeschneidert sind. Was hier wichtig ist, oh, jetzt muss ich kurz ausblenden. Schau mal, was hier steht, da haben wir jetzt das Kura. Da gehe ich doch nochmal drauf ein, dass dieses Kura heißt hier die Sorge, die Fürsorge, die Aufmerksamkeit, das Augenmerk. Das ist natürlich jetzt maschinenübersetzt, aber wir bleiben mal, diese Werke, die Ohrenbarungen, sind ein ganz Gero. Groß, das sind Werke von Jesus, was? Die göttlichen Offenbarungen von JHWH. Das sind Werke des Studiums für die Fürsorge und die Vorstellungskraft der Gedanken, die Vorstellungskraft der Gedanken und auch die Fürsorge, die Angst dazwischen, die wir brauchen für die Fürsorge. Diese Fürsorge eliminiert die Angst in dir. Ja. Und das ist, da steht ja jetzt Cura HD, interessant, das kann man rot und blau schreiben. Rot geschrieben ist es, die Quintessenz geschlossen, das eine in dem Punkt, ein Geist, der träumt, der schläft ohne zu träumen, gibt es eigentlich nicht. Da ist ja schon wieder was Ausgedachtes. Das wäre jetzt im Total, wäre die rote 9, wäre der Spiegel und der äußere Wert sind die Spiegelungen. Und HD als wahrgenommene Öffnung gelesen, die Wahrnehmung, das, was sich öffnet in dir, das ist das Echo, das Jauchzen, das Singen, der Widerhall von außen. Der Echo, der Widerhalt, das sind die Spiegelungen, die in dir zurückkehren. Ja. So, das mache ich jetzt weg. Wir wollten ja mal in den Gematrie Explorer reingehen und dann mache ich einen ganz kleinen Ausschnitt. Hier, Leben aus schwarzen Löchern. Dir muss eins klar sein, ob du dir religiöse Menschen ausdenkst, egal was dir ein Physiker erzählt, der plappert geistlos was nach und weiß eigentlich nicht, was die Symbolik ist, was dir ein religiöser Mensch, das machen wir dann mit dem Pastor, der hier erwartet uns, du siehst schon, das sind nur die Länder und die Vergangenheit und was passiert.
ist ihm bewusst, dass er das zweite Gebot bricht. Er macht sich ein Bild von irgendwas da unten auf der Erde. Er denkt sich seine Erdkugel aus, so wie er programmiert ist. Du bist auch ein Geist, ein träumender Geist ist ein Computer, wo ein Schwamminhalt, wo Daten im Arbeitsspeicher sind und die werden in ständigen Wechsel von Bildern, je nach eigenen Reaktionen auf der Oberfläche als Information aufgeschmissen. Und hier haben wir dasselbe, die brechen auch das zweite Gebot, wenn sie Geister sind, sie machen sich ein Bild von etwas da oben im Himmel. Ich rede nicht von dieser göttlichen, von dem göttlichen Gott oder von den göttlichen Vorstellungen. Das sind alles tiefgläubige Materialisten. Aber wir schauen da ganz, ganz kurz einmal rein. Du wirst gleich merken, worauf ich hinaus will, in Bezug auf die vorhergehenden Selbstgespräche. Je weiter sie sehen, umso mehr blicken sie in der Zeit zurück. Je weiter sie sehen, umso mehr blicken sie in der Zeit zurück. Wir halten zuerst einmal fest, alles, was du zu sehen bekommst, ist hier und jetzt. De facto hier und jetzt. Jeder Gedanke, den du denkst, egal wo du dir jetzt unbewussterweise deine jetzt gedachte Information hindenkst. Ich sage, denk jetzt einmal an die Sonne. Denk jetzt an den Mars. Denke an Einstein oder denke an Sokrates. Du verstreust diese Information, die jetzt nur ein Gedanke ist, um dich herum in Raum und Zeit und redest dir mit einer fehlerhaften materialistischen Logik ein, dass dieses Ding, das jetzt nur deshalb in deinem Kopf als roten Kopf als Information vorliegt, dass das auch dann da außen ist, wenn du nicht dran denkst oder schon in der Vergangenheit war, bevor du es gedacht hast. Und das als hundertprozentig sicher anzusehen, ist eine absolute Selbstentgeistigung, die totale Geistlosigkeit. Ich hoffe mal, die meine Ritter schmeißt uns jetzt hier. Ich habe sie dazu gemacht. Ritter, du bist ganz, ganz unpassend. Ich hoffe jetzt einmal ganz, ganz schwer. Dass uns die Aufnahme weiterläuft. Habt ihr das Bild wieder? Ja. Dann ist gut. Also das ist jetzt einmal das erste Problem. Diese Vorstellung einer Erdkugel, die sich um die Sonne rumdreht. Aber passt doch mal auf, was jetzt Schönes kommt. Ton ist auch da? Ja. Ja. Die Entfernung, die das Licht im Welt... Die Entfernung. Man sollte wissen, dass die Vorsilbe End in der deutschen Sprache darauf hinweist, dass du dir zuerst etwas vorstellst, das dann ins Gegenteil gekehrt wird. Tausendfach darauf eingegangen. Die Entfernung. All in einem Jahr zurücklegt, nennt man ein Lichtjahr. Schau mal, so wenn wir ein Objekt... Die Entfernung, die das Licht in einem Jahr zurücklegt, nennt man ein Lichtjahr. Wir wissen, dass dieses erweckte Wissen, das jetzt die Erde symbolisiert, sich im Zentrum befindet. Denk dir vor, da wären jetzt rechts und links von der Kugel in der Richtung wären zwei Spiegel und in die Mitte dieser Kugel stellen wir Licht rein. Und du wärst dieses Licht und du schaust dann in den einen Spiegel, dann baut sich vor dir der Spiegeltunnel auf. Aber dieses Illusionäre außerhalb von dir ist innerhalb von dir. Ja, genau. Ja, sehr gut. Das ist der Spiegeltunnel. Und jetzt ist irgendeine Logik in dir drin, wenn du dann hier das Licht siehst, die dazwischen, du fokussierst dich auf den hintersten Spiegel, auf die Sonne, das Licht, das dann praktisch im hintersten Spiegel ist, das habe ich so oft erklärt, das war die Metapher, dass ich sage, das wären jetzt die Fernsehprogramme, wenn du dich rein in die Struktur reinzoomst, kann ich jetzt nicht darauf eingehen, war in einem der vorhergehenden Selbstgesprächen und in den Büchern wird das genau beschrieben, redest du dir ein, dass das Licht ein Jahr gedauert hat, das heißt, jetzt pass auf, er sagt es genau, dass die Sonne, die du siehst, also das Objekt, dieser Stern, der ein Lichtjahr von dir entfernt ist, wenn du den auf der Erde siehst, so hat er vor einem Jahr ausgesehen. Objekt in einem Lichtjahr Entfernung von der Erde beobachten, sehen wir das Objekt, wie es vor einem Jahr war. Das ist Naturwissenschaft, das ist die große Falle von Einstein. Das ist Hirnwichserei, nenne ich das immer wieder. Was du siehst, siehst du jetzt und es ist hier und jetzt in deinem Kopf, weil du träumst. Das ist jetzt aber nicht, dass da was verkehrt gelaufen ist, weil dieses falsche, dieses fehlerhafte Denken ermöglicht diese wundervollen Filme wie Interstellar und so weiter. Weil die bauen nämlich auf dieser fehlerhaften Auslegung dieser Formeln auf. Es ist hundertprozentig sicher, dass du siehst es und es ist da. Denk an mein Beispiel mit der Rakete, die sich hier mit Lichtgeschwindigkeit auf dich zubewegt. Alles, was sich mit Lichtgeschwindigkeit auf dich zubewegt, gibt es zwischen dem Objekt, da gibt es kein Außen mehr.
Sobald sich was mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, gibt es bloß noch hier und jetzt. Um 10 Milliarden Lichtjahre in die Vergangenheit zu schauen, müssen wir Objekte finden, die 10 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt sind. Und jetzt kommt dann, das ist alles in ihren Riesenformeln aufgebaut, in eine Sackgasse reingelaufen, Hirnwichserei ohne Ende. Auch jetzt übrigens die Mars. Wo war jetzt die ganze Zeit am Mars? Ein nicht gedachter Gedanke. Bringst du das zweite Gebot? Dann sage ich ganz, ganz definitiv, solange du meine Gebote bringst, wirst du leiden, bis in alle Ewigkeit leiden. Und immer dran denke ich, erkläre es jetzt den, der mich jetzt in diesem Moment hundertprozentig sicher sprechen hört. Du hörst mich jetzt sprechen und du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, weil du ewig bist, bis du anfängst, die Gebote zu halten. Das beginnt mit dem ersten Gebot. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Dann denkst du an den, der jetzt vor dem Computer sitzt. Das bist du nicht. Wo war der jetzt die ganze Zeit, während du aufmerksam zugehört hast? Wo war der, wo wir hier und jetzt in die Vergangenheit gedacht schwadroniert haben über den Ferritus? Hat da dein Kopf existiert? Haben deine Ohren existiert, deine Augen existiert? Mit was hast du das dann gehört? Mit was hast du das Video dir angeschaut? Mit Augen, die nicht existieren, mit Ohren, die nicht existiert haben? Wer hat es gehört, das Gehirn, das nicht existiert hat? Der Einzige, der den Traum erlebt, ist der Geist, der träumt. Ein ganz einfacher Satz. Hundertprozentig sicher. Und solange der Zweite, diese materialistische Logik in dir mächtiger ist, wirst du leiden. So, und jetzt springen wir, den machen wir jetzt gleich weg. Das war jetzt die wissenschaftliche Seite. Und jetzt hören wir uns hier mal den Pastor an, der genauso jeder tiefgläubiger Materialist ist, der sich eine Erde ausdenkt, aber wir springen jetzt dann einmal rein, was da wirklich drin steht in der Bibel. Auch im Raum stehen. Nicht, wenn irgendjemand nur ganz leicht andeuten würde. Warte, ich muss von vorne laufen lassen. Die Menschen schließen sich zusammen. Was war das Ziel von dem einen Berater des französischen Präsidenten? Wenn wir Angst verbreiten können, dann kommen wir viel schneller zu einer Weltregierung. Das ist jetzt Hirnwichserei. Das ist zwar immer alles richtig, was Anna sagt, wenn man Angst verbreitet, das größte Druckmittel überhaupt über Menschen Macht zu kriegen, ist Angst zu verbreiten. Und wenn wir Angst verbreiten, man kann sich das ganze Video anhören, das ist halt, Hirnwichserei ist, dass du, sobald du anfängst, innerhalb einer gewissen Logik ein Gedankenspiel in dir aufzubauen, dass du felsenfest davon überzeugt bist, dass es da außen so ist, weil du es glaubst. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Es ist zuerst einmal, wenn du über irgendwas nachgrübelst, ein Gespinst in dir aufbaust, dass das nur deshalb ist, weil du das jetzt denkst und es ist hier und jetzt in deinem Kopf. Der Glaube, dass das unabhängig von dir da außen so ist, dass die Menschen so sind, die du denkst, wenn du an Menschen denkst, dass die genau da außen so sind, wie du sie dir denkst. Ich sage, die sind da außen überhaupt nicht, du bringst schon wieder das zweite Gebot. Jo. Und jetzt genau zuhören. Und jetzt steht hier in Jesaja 8, Vers 9. Den machen wir jetzt gleich einmal auf. Das habe ich schon. Jesaja 8, Vers 9. Wobei ich hier dazu sage, wir fangen dann von vorne an, sonst nützt das nichts. Wir werden das nochmal anschauen. Dein Moment. Schließt euch zusammen, ihr Völker. Ihr werdet doch zerschmettern. Horcht auf, ihr alle in fernen Ländern. Rüstet euch, ihr werdet doch zerschmettert. Ja, rüstet euch, ihr werdet doch zerschmettert. So, das nützt jetzt aus dem Zusammenhang gar nichts. Und wir schauen, was da wirklich steht. Aber um das zu verstehen, müssen wir zumindest einmal zu der 1 hochfahren, zu dem Vers, wie der beginnt. Und wir machen jetzt keine Religion im herkömmlichen Sinn, wir machen keine Geschichtsschreibung, das ist ein Computerprogramm. Jede Sprache, jedes Ding, was du siehst, ist ein Computerprogramm. Ich erzähle dir was, das sind Zahlen. Die Übersetzungen sind sehr fehlerhaft. Wir schauen uns jetzt das einfach mal etwas genauer an, die Zeit nehmen wir uns jetzt und darum habe ich auch das schöne Vorwort genommen mit meinem Professor Rainer. Grundvoraussetzung ist, es reicht eigentlich, wenn du rot-blau lesen kannst. Den Rest erkläre ich und der Rest steht da. Die Ungeduld und das Desinteresse macht dich blind. Aber Interesse hast du wiederum nur, wenn du die Reife dazu hast.
Das ist mein Beispiel in dem Lebensablauf. Als Vorschulkind interessierst du dich für ganz andere Sachen, für die du dich eventuell interessierst, wenn du mal 8 oder 9 Jahre alt bist. Und wenn du dann über der Pubertät bist, 14, 15, 16, wirst du dich wieder für komplett andere Sachen interessieren. Und wenn du 30, 40 bist, wirst du dich wieder für andere Sachen interessieren. Und wenn dich das jetzt nicht interessiert, dann schalte das ganz einfach ab, dann hast du die Reife nicht. Dann bäumt sich aber sofort ein Ego in dir auf, der glaubt, wie ich bin blöd, der glaubt, wie ich bin dumm. Ich sag dir, du kannst ein Professor, Doktor, Doktor mit 2, 3 Doktortiteln sein und du bist ein Vollpfosten, solange du ein tiefgläubiger Materialist bist. Weil dir irgendwann einmal bewusst werden muss, dass du alles, was man dir erzählt, nachäffst und in deinem Kopf verwirklichst. Wenn man, ich kann immer nur sagen, wenn man dir in der Universität erzählt, dass die Welt ein heliozentrisches Weltbild ist und die Erde eine Kugel ist, dann denkst du dir das aus. Und wenn man dir erzählt, es ist eine Scheibe, dann denkst du dir die Scheibe aus. Für dich wird das sein, was du als erstes als Programm bekommen hast. Und das konntest du dir nicht raussuchen. Aha. Genauso ist es in der Religion. Wenn du in einer muslimischen Familie groß wirst, dann wurde für dich Jesus in der Vergangenheit gekreuzigt. Und wenn du in einer tiefchristlichen Familie groß nicht gekreuzigt, und wenn du in einer tiefchristlichen Familie groß geworden bist, dann wurde er gekreuzigt, weil der eine hat den Koran eingehämmert bekommen als Regelsystem und der andere hat das Neue Testament eingehämmert bekommen. Und das ist alles richtig, was in den Büchern drin steht. Aber solange du das einseitig auslegst, ist es extrem trügerisch. Es ist richtig, was der Physiker sagt. Aber es sind Vorstellungsmodelle, die mit der absoluten allumfassenden Wirklichkeit nichts zu tun haben. Das erklärt die Holofeeling. So, und jetzt schauen wir mal. Deutsche Übersetzung. Und ich, Jahwe, sprach zu mir, nimm dir eine große Tafel und schreibe darauf, mit Menschengriffel ist eilt der Raub, bald kommt die Beute. Und egal, welche Übersetzung wir jetzt machen, es gibt ja viele deutsche Übersetzungen, die das variieren. Auch jede dieser deutschen Übersetzungen stimmt ein bisschen. Wir können jetzt reinschauen, wie übersetzt es die Elberfelder, wie übersetzt es Luther. Das ist eine Elberfelder, dann ist schon die Frage, welche Elberfelder, die ist ja ein paar Mal revidiert, also erneuert worden, angepasst worden, die Einheitsübersetzung, der Schachter und so weiter und so weiter. Es gibt ja so viele Bibelübersetzungen in Deutsch, die zwar im Groben und ganz Ähnliches übersetzen, aber immer die Wörter variieren. Auch das funktioniert immer mit Holofeeling. Das ist schon mal das Wort Niem. Ich bleibe mal zuerst im Deutschen. Das Wort Niem muss man zuerst einmal, da springen wir in unseren Gematrie Explorer rein, und da muss ich zuerst einmal das N-I-M, wenn ich jetzt eingib, dann heißt es schon mal schlummern und leicht schlafen. Das ist schlafen. Die Fasern, die Kapillarsysteme, das leicht schlafen, das M am Ende. Ja. Will ich jetzt nicht so rein, ich kann auch N-I machen. Schau, wenn ich jetzt das nicht weiß, das Klagen, der Klagegesang. Von zwei, von der Gestaltwertung, von 2 MM, die nicht verbunden sind. Okay? Ja. Das ist es Niem. Dann die große Tafel. DA heißt Wachraum. Aha. Dieses DA. Im Wachraum sind Facetten, die aufgespannt werden. Aha. DA sind Facetten, die hochgehoben werden. L mit 70 gelesen. Ja. Das stimmt. Da gibt es natürlich noch mehr Möglichkeiten. Ich mache jetzt das, was offensichtlich ist. Das ist das Gemach. Wird schon sehr interessant. GE-Quadrat, MZ heißt Gehirn. Das heißt, in deinem Geist, dieses Ich, das blaue Ich, erzeugt jetzt ein Gehirn. Und das ist das Wachzimmer. Ein Wachtzimmer. Ganz doppelt aufgespannte 8. Zu dem ZD kommen wir dann noch. Das heißt, in Schrecken versetzt werden. Jo. Der Wachraum, das ist deine Traumwelt. Und darum ist es auch eine Zelle. Zell heißt Schatten. ZL, der auseinandergeschmissen wird. Das ist das, sage ich immer, was du auf deiner Leinwand auf der VR-Brille hast. Das ist übrigens das gespiegelte Ab, die zeigen, die 401. Aber ich will das nur, dass das immer funktioniert. Der Raub ist die Berechnung einer Beschwörung. AUB, tausendfach erzählt. Aber wir bleiben mal in dem Hebräischen. Das heißt, und er ist sprach, Jahwe, und es sprach Jahwe. Jetzt wird schon interessant, zu mir, da steht Eli. Das ist übrigens korrekt übersetzt. Ich muss das da mal wissen, dass das aber zu mir, das heißt aber auch mein Gott. Ja. Warum? Einfaches Hebräisch. Pass auf.
dieses All, je nachdem, wie ich es mache. Das heißt zum einen einmal Gott. Das ist aber auch das Wort für nichts. Die anderen machen wir ganz einfach einmal weg. Es ist Gott und es ist nichts. Wenn ich jetzt ein I dranhänge, ist das als Suffix gelesen, heißt es mein, dann heißt es mein Gott und mein Nichts. Das Wort heißt aber auch zu, hinzu. Das zum Benim, El Benim heißt von Angesicht zu Angesicht, zu. Darum sind diese zwei Möglichkeiten der Übersetzung, dieses zu mir, das J am Ende wird mit mir übersetzt, heißt aber eigentlich mein Gott. Und es sprach Jahwe, mein Gott. Jetzt macht es schon einen ganz anderen Sinn, ne? Ich spreche jetzt zu dir. Ich bin dein Gott, aber ich sage auch, ich bin du. Darum beginnt das ganze Spiel, mach dir kein Bild von Gott. Wir sind beide nämlich nichts. Creatio ex nihilo. Und es sprach mein Gott, nim. Das ist jetzt zum Beispiel für nehmen, gibt es verschiedene hebräische Wörter. Sehr oft steht dieses Kofchet, das ist eine affine Kollektion. Das genau genommen heißt es nämlich die Lehre und die Folgerung. Das ist also Lehre und Folgerung. Kannst du in Wörterbüchern nachschauen, also die Grundform? Das heißt, diese Folgerungen, die Lehren zu dir, das ist auch korrekt übersetzt, das heißt aber auch in Bewegung setzen. Die Lehren, die du in dir trägst, setzen dich jetzt in Bewegung. Das heißt, es gehe hin, komm, wandere. W-A-N-D ist transversales Auf- und Abschwingen. Und jetzt kommt diese Schreibtafel. Das ist natürlich, sagst du mal, da gibt es eigentlich dieses eigentliche Wort für Schreibtafel, ist ja das Loch. Bei den 10 Geboten, die Tafeln, da wird jetzt ein anderes Wort, das beginnt schon mal mit Galli. Wir wissen, das heißt meine Welle. Das wird jetzt hier Decke auf, die geöffnete Ecke geht auf. Ja. Immer dran denken, die Welle symbolisiert, sagst du mal, Wellenbalkon, Wellendorf sind die zwei ersten Spiegel, These und Antithese. Wellenbalkon, Wellendorf sind These und Antithese. In der Transversalen. Das heißt, diese geöffnete Ecke geht auf. Und jetzt beginnt sich etwas zu enthüllen, zu offenbaren, das widerspricht sich im ersten Moment. Du hast eine Hülle, immer an die Vorsilbe N denken, zum Entblößen, das heißt, dieses Kreisende mit zwei Facetten ist ein ständiges Auftauchen und wieder Enthüllen, da ist eine Hülle, die ich sofort wieder enthülle, da ist eine gewisse Ferne, die ich mir ausdenke, wo ich bei Bewusstsein sofort merke, das, was ich mir jetzt woanders hindenke, ausdenke, in einer gewissen Entfernung, ist ja eigentlich in mir drin, das ist wieder das Rückgängigmachen. Teile mit. Mit wem teile ich mich eigentlich? Ich teile mich in meinem Indivisionalbewusstsein immer mit mir selber und schmeiße Wasserwellen auf. Ja. Die Wasserwellen, das Deichen-Wellen-Phänomen, sind Haufen, das sind auch die Deiche. Das wurde mir gewählt offenbart. Das mäßig bewegte Wehr. Und das in der Komplettkombination. Schau. Ja. Das ist jetzt Code, da ist ein Code, ein Schlamm, logische Licht. Die Logik erzeugt auseinandergeschmissenes MM. Jo. Das ist die Informationen, sind deine Gedankenwelt. Jo. Stimmt oder stimmt? Ja. Das wird jetzt hier nur als eine große Tafel beschrieben. Groß, Gattol ist groß. Das kommt dann immer. Adverbien, die Eigenschaftswörter hängen dann hinten dran. Und jetzt und schreibe, das ist, will ich jetzt gar nicht, sonst wird es zu lang dauern, das ist das hebräische Wort, Buch, Verzeichnis, Register, Schriftstück, Vorschrift, auch schreiben, aufzeichnen, auf, das ist unsere L, hochgehoben, augenblickliches Licht, intellektuell aufgespannt. Und jetzt kommt der nächste Übersetzungsfehler. Da steht es, nehme dir eine große Tafel und schreibe darauf, mit Menschengriffe, sondern da heißt es in, das B, du sollst was draufschreiben, das heißt aber innen ist der Stichel. Der Griffe, der Dreher, der Graveur. Stachel. Ganz interessant, das heißt auch gravieren. Im Dreher, sage ich immer wieder, der absolute Mittelpunkt spielt keine Rolle, die Rolle dreht sich um den absoluten Mittelpunkt herum. Ja. Die R ist die Generation einer Ehe, die berechnet wird, nämlich zwischen Wellenbalk und Wellendal. Gra ist dann jetzt erzeugen reißende Gedankenwellen, die wir uns longitudinal ausdenken. Interessant ist das Wort gravieren.
Da steckt nämlich hier dieser Reisende in den vier, Typen 3 und Typen 3. Mhm. Beginnt an, aufgrund von Radien, Blickwinkeln, sich zu drehen. Mhm. Merkt ihr das doch, Physik im Hintergrund ist jetzt schon auf dem ersten, wenn man das folgen kann? Ja. Mit Holofeeling, Grundlagen. Und dieses in diesen Dreher kommt jetzt der Enosch ins Spiel. Dieser sterbliche Mensch. Mhm. Und jetzt kommt hier dieses Tauschgeld. Ist all die der Raub, der Kaufpreis, jetzt ist es der Werbepreis, der Kaufpreis. Vorsilbe heißt erst einmal hier, kaufen, erwerben, einen Brautpreis bezahlen. Bear-out heißt die äußeren Zeichen. Mhm. Ist das Wissen im Spiegelbewusstsein, B-R-I-S. Mhm. Die äußeren Zeichen sind das Wissen in deinem Spiegelbewusstsein. Mhm. Und du musst jetzt zurück, darum ist dieses gestaltgewordenes Haar, das heißt vom Berg, wenn ich das heißt ja vom Berg, diese Lichtgestaltwährung ist eine wahrgenommene Berechnung, HR, und das ist der Berg, die Welle, die aufgeschmissen wird. Mhm. Und das wird jetzt deine Beute und deine Nahrung. Dein GWN. Du musst dich eigentlich ständig Beute machen in der Welt. Das heißt ja, das Brandopfer, du musst das immer, was du dir ausdenkst, wieder zurückholen. Und das passiert eilig, mit Lichtgeschwindigkeit. Und da musst du jetzt, solltest du wissen, mit den Kasch, das ist schon in der Wort Finsternis, beim nach dem Tohu Wabohu, es ist Tohu Wabohu und Finsternis. Mhm. Dieses Chat-Chat. Mhm. Das ist ein, das hast du nämlich auch empfinden, fühlen. Du fühlst plötzlich deine Gefühle, da müssen wir Kaffee dran setzen und dann kriegst du die Finsternis. Das ist deine Unwissenheit, die Dunkelheit in dir selber erzeugt deine Gefühle. Ja. Ich mag es sehr einfach. Jetzt kommt hier nochmal die Beute, die Bewaffnung. Wenn man das jetzt ein paar Mal durchdenkt, kriegt man den Kontext, das ist immer Holofeeling-Kontext. Und ich will mir zuverlässige Zeugen nehmen. Jetzt schauen wir mal, wer diese Zeugen sind. Da geht es also los, der Zeuge, ich will mir Zeugen nehmen, für mich, zu mir, in der Bedeckung, das heißt, in diesen geöffneten Ecken. BD, wissen wir, ist die Gedankenwelle beschrieben. Das mache ich jetzt nicht nochmal, das ist so oft drauf. Die polare Öffnung ist immer wieder dieses Bergauf, diese Ornamente. Denk an Fundamente, Mendio, sich etwas überlegen und Lügen verbreiten. Und jetzt diese Zeugen sind Uria, den Priester, Zacharia, den Sohn, bla bla bla. So, die Zuverlässigen. Ich könnte jetzt, da ist das Amen mit drin. Zuverlässigkeit, Wahrhaftigkeit. Es wird zu Amen, das ist das hebräische Wort für Amen. Das ist die Treue, die Wahrheit, der Pfleger. Und zwar ad Akkusativ wen, wer ist zuverlässig? Der hier. Der wird hier übersetzt mit Uria, das heißt ganz einfach, das rote Licht, das ist das erste Licht, ich bin der Erste und das ist Gott. Ja. Uria. Das ist der erste Zeuge, ist das erste Licht in unserem Tetraederspiegel-Komplex. Das ist die Helligkeit deiner Erleuchtung und eventuell manchmal auch deine Heiterkeit. Aha. Wenn ich dir ein Lächeln ins Gesicht zaufe, der bringt die Offenbarung, was ich auch Ohrenbarung nenne, in Form von Flammen, vom Wundern, Bella, zweier Gestaltwertungen, Wellenberg und Wellendal und das Ganze ist eine Welle, Gall, als aufgespannte Erscheinung. Ja. Merkt ihr die Geschichte, dass da so viele externe Ebenen noch mit dabei sind? Und JH, wissen wir, ist die Kurzform von Jahwe. Der ist, der war und sein wird. Und wahrlich, ich sage dir, das bin ich und ich behaupte auch, dass ich du bin. Du bist einer, der ewig war und ewig sein wird. Und der ist der große Priester. Das ist das hebräische Wort der Priester, das ist jetzt wörtlich übersetzt. Ich könnte jetzt das genau machen. Wichtig ist wieder das deutsche Wort Pri, das Erzeugnis von Esther. Und wir wissen, Esther heißt, wo ich mich der sich versteckt hat. Wo ich mich versteckt, das Erzeugnis, der Erzeuger, die Frucht von dem, der sich in dir selber versteckt hat. Ich bin der absolute Innerste, der Mittelpunkt. Ich bin wie ich dich. Bist du schon wichtig?
Bist du schon wie ich in dieser Mitte? Mhm. Und wen dann noch? Interessant, schau. Der Zacharia beginnt mit Seger. Was ist Seger? Ist der Adam nicht Seger? Wie die Körper steht der Seger nicht für das Männliche, für den Denker, für das G-Denken, G-Quadrat-Denken? Und ist es nicht Gott, sein eigener Gott? Ja, ist Gott, wie am Ende heißt sein. Ist nicht der Mann sein eigener Gott, wenn er weiß, wer er ist in der Beziehung zwischen Adam und Eva? Ja. Seger wie Nekaba zwischen dem Denker und dem Ausgedachten. Ja. Versteh doch endlich, dass du der Denker bist und nicht irgendwas Ausgedachtes. Aber du und deine Gedanken gehören untrennbar zusammen, wie El Hayom mit seinen Gedanken werden, wie das immer sein mit dem Vergänglichen. Und das ist der Sod von dem hier. Ja. Und jetzt kommt der Respekt. Das heißt nämlich segnen. Dieses Segnen heißt aber auch hier Knie, das Knie seine Ecke. Mhm. Das ist das Knie, das sich nieder, wenn einer jemanden segnet, Knie, das sich nieder, er begibt sich in die Ecke, auf die Knie, in die Knie. Wünschen und Segen geben, das steckt da mit drin. Und er segnete, er lobte alles, was er sich ausgedacht hat. Er kniet vor allem nieder. Knie-Ed übrigens wieder, blau gelesen, ist unser Ken, unser Fundament. Mein Fundament wird zur augenblicklichen Erscheinung, Ed. Mhm. Und je nach den Grundlagen kannst du folgen oder nicht folgen. Es macht dich entweder neugierig oder es führt dich in Entsetzen. So, ich mache jetzt, das Spiel müssten wir jetzt weitermachen, aber wir wollen doch hier an diese Stelle. Ich fahre jetzt mal runter in den Vers 8, wir lesen es einfach mal kurz durch, das ist ein Symbol, du kommst aus dem Kontext nicht raus und ich nahte der Prophetin und sie war schwanger und gebar, Geber, denk an den Geber, Gabriel, einen Sohn und Jahwe sprach zu mir, gib ihm den Namen, es eilt der Raub und bald kommt die Beute. Immer, es eilt, bei allen immer ein transversales Auf- und Abdenken, dein Sinn und Gefühl, ist immer Berechnungen und Beschwörungen. Und Beal heißt in Gott, im Nichts öffnet sich ein Co, ein zusammengeschmissenes MMD, zwei Gestaltwerdungen, die eine Erscheinung werden. Es kommt. Ja. Die Beute. Denn ehe der Knabe zu rufen weiß, mein Vater und meine Mutter, wird man vor dem König vor Assyrien hertragen, den Reichtum, Reichtum, die Vollkommenheit. Dann denken, dumm heißt Vollkommenheit. Von Damaskus und die Beute vor Samaria. Das ist Konservieren. Am Leben erhalten. Die ewigen Gesetze. Sama, habe ich oft gesagt. Und Jahwe fuhr fort, weiter zu mir zu reden und sprach darum, dass dieses Volk die Wasser von Shiloh verachteten, die still fließen, und Freude hat an Rezin des Harz und an der Sonne, Haares. Da kommt der Rezina her. Wir müssen jetzt tiefer reingehen. Kleinen Moment, wir wollen doch diesen Vers, wo wir gerade waren, zerstören. Also das, du kommst aus dem Holofilling-Kontext nicht raus, in jedem Vers. Und das war jetzt der Vers 9, den schauen wir uns noch schnell an. Dobe dir Völker und werde zerschmettert. Da beginnt schon seine Schlechtigkeit, auch sein Freund. Wir haben da zwei Seiten. Das ist jetzt in der Spiegelung übrigens passiert. Das heißt, sie führten, leideten, versorgten, ernährten, das ist der positive Aspekt, aber sie verdarben, verderbten. Das wird jetzt hier das Donnerrollen, der Lärm, das Geschrei, weil unser Ra ist ja zum einen das Schlechte, aber auch der Nächste das Positive. Wir haben, es gibt kein, in einem Spiegel, in einer Spiegelung gibt es nur immer positiv und negativ gleichzeitig. Das sind jetzt die Völker. Das ist ganz korrekt übersetzt, das folgt mit der Mehrzahl. Und jetzt kommt das Dobe, die Völker, die werden zerschmettert. Was hier als zerschmettert oder verzweifelt, entmutigt, genau genommen heißt es erschreckt. Da haben wir nämlich und sein Erschrecken. ChatD in dem Wort 8 wissen wir, heißt Furcht, Angst in Schinnerecken, in logisch berechnete Ecken versetzt werden. Und in dem Moment, wo du in Schrecken versetzt wirst, zerbrichst du zackartig, Geburt einer Berechnung, wissen wir, heißt zu Form werden auf Hebräisch. Diese zu Form gewordene wird jetzt zu BR, zum Äußeren. Kreisenden Ken. Kollektive Existenzen, hochgelesen sind die Gnade Gottes.
dass du was erleben darfst. Willst du ein Geist sein, der schläft ohne zu träumen? Was bist du dann eigentlich? Dann langweilst du dich wahrlich zu Tode. Das ist der Zustand, wo alle hinwollen, weil sie die Schnauze voll haben von ihrer selbst ausgedachten Welt, die ganzen Jesus-Spinner, die sich in die Stille meditieren wollen und ja nicht wieder reinkarnieren. Das heißt, du stehst vor einem riesen Bücherregal und wenn ich das Buch zu Ende gelesen habe, hoffentlich muss ich kein neues Buch lesen. Du bist in einer riesengroßen Videothek und sagst, wenn der Film zu Ende ist, hoffentlich muss ich keinen Film mehr anschauen. Ich sage, das ist doch scheißgeiles Zeug, wenn du weißt, dass du das bloß erleben darfst, aber dir selber nichts passiert. Ja. Aber dazu musst du wissen, wer du selbst bist. Mhm. Und dann musst du meine Gebote dazu halten. Sagst du mal, dir kein Bild von dir selber machen, weil wenn du dir ein Bild von dir selber machst, bist du vergänglich, dann bist du was Existierendes. Ist es so schwer zu verstehen, dass alles, was du dir ausdenkst, alles, was existere, heraustritt aus dir selber, in dir auftaucht, dass das mit dem nächsten Gedanken schon wieder zerstört wird, aber das an dir selbst nichts verändert. Das ist der Kern von Holofeeling, nicht dieses Wörter auffächern. Jo. Und dass jedes Glück, das du festmachst an irgendwas Existierendes, egal an was du denkst, wo du meinst, das macht mich glücklich, dass das zwangsläufig vergängliches Glück ist, weil das Existierende, auch wenn du das immer zwanghaft wiederholst in dir, verschwindet es schon, wenn du es nochmal denkst oder nochmal anschaust. Und wenn du das ständig wiederholst, verschleißt es trotzdem, du wirst es in Form von Ewigkeit nie am Leben erhalten können. Ja. Das ist dieser alte Trick hier mit meiner Ballis. Könnt ihr euch erinnern? Ja. Ich erzähle die Geschichte nochmal schnell, weil wir gerade so im Redefluss sind. Ich bin mit bekannten raumzeitlichen Geschichte bin ich in einem ganz feinen Speiselokal mit meiner Inja am Bodensee. Passe ich als Udo Brösel ja gar nicht so richtig rein. Und da war ziemlich voll. Und dann habe ich den Stuhl auf die Seite gezogen und bin mit alle Vieren unter den Tisch gerappelt. Ja. Dann habe ich ganz laut gesprochen, meine Balle ist weg. Meine Balle ist weg. Ja. Und dann haben die Leute an die Nebentische, haben um mich herum schon alle geschaut. Alle, was ist denn los? Alle haben geschaut, ob die eine Balle auf dem Boden sehen. Und dann kommt die Bedienung, was ist, stimmt irgendwas nicht, kann ich Ihnen helfen? Und ich ganz entsetzt, meine Balle ist weg, meine Balle ist weg. Und sie schaut auch, ob sie die Balle steht. Und dann bin ich aufgestanden und jetzt schau bitte das kleine Bild unten in der Ecke an. Und dann habe ich gesagt, naja, macht ja nichts, dann machen wir halt eine neue Balle. Das ist die Weisheit des Lebens. Das ist übrigens eine hier und jetzt ausgedachte, wahre Geschichte. In meiner Traumwelt. Du kannst mit den Tierchen spielen. Das sind Worte und alle rechnen sofort wieder hoch. Der sucht seine Balle, die Balle ist weg. Was verstehe ich unter dem Wort Balle? Mhm. So, dann haben wir das nächste und merkt auf, horcht, lauscht, hört. Da steckt das Wort, die Radix ist Osen, das Ohr. Alles, Koll, alles ist in einer gewissen, alles Ferne ist entfernt. Die ganzen Fernen entfernten Orte. Nehmt es zu ihr, all ihr Fernen der Erde, heißt es hier. Das ist ganz interessant, dieses Ferne von dir Wegseiende. Das ist jetzt das Entfernte, ist doch in dir drin. Ja. Schau, Vorsilbe M heißt Gestaltwerdung von, J am Ende mein, von meinem Entfernen der Dinge, die ich mir ausdenke. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, von meinem Entfernen aller Dinge, die ich mir ausdenke, entsteht die Heilung. Mhm. Ist jetzt, und jetzt haben wir wieder drei Stufen. Ich kann nur was entfernen, wenn es existiert. Das heißt, ich muss mir zuerst was ausdenken, dann existiert es, aber hier und jetzt in meinem Kopf, dann entferne ich das. These, zuerst einmal von dem bisher unbewussten Außen, in mein Inneres, es ist ja meine Information. Mhm. Und dann entferne ich es absolut, indem ich es nicht mehr denke. Ja. Klar. Darum ist hier, und ich zeige das jetzt extra nochmal, in der deutschen Sprache, zigfach, das musst du immer wieder wiederholen, du hörst es und du nimmst es nicht für voll. Die Vorsilbe entdrückt in Bildung mit Verben aus das Etwas. Et heißt eine augenblickliche Erscheinung. Das ist das hebräische Wort für Zeit. Zeit ist immer jetzt. Die Zeit. Jetzt, nun. Zwei Existenzen, Wellenberg und Wellendal, positiv, hell, dunkel, einatmen, ausatmen, sind gleichzeitig da. Ich schaue immer bloß eine Seite an und das ist die Entheiligung. Weil das Ganze sich in einen Zeitpunkt
befindet. Und das zu verstehen, ist in dem Moment, weil ich nämlich definitiv dieses ET ein Waff dahinter setze. Etwas. Das ist diese im Zeitpunkt des Van Balkon Van Dahl. Okay? Wieder rückgängig gemacht. G, E-Quadrat. Wir Geist sind die Macht in uns selber. Die gestaltgewordene Schöpfung als kollektive Spiegelungen, Erscheinungen, das aus den Schrecken versetzt werden. Shin-R-Ecken sind logisch berechnete Ecken. Und in den Ausgangszustand zurückgeführt wird. Jo. Alles, was du dir ausdenkst, ist in dem Moment, wo du es nicht mehr ausdenkst, wird es entfernt und fällt wieder in dich rein. Ich habe jetzt nur die Zwischenstufe gemacht, dass du sagst, schau bitte das kleine Bild an. Du denkst dir was aus, alles, was du dir ausdenkst, ist deine Information. Das ist innerhalb, das ist außerhalb. Aber genau genommen sind beide in dem absoluten Innerhalb. Weil die beiden schon was Ausgedachtes sind. Jetzt ist der absolute Mittelpunkt, ist nicht der Mittelpunkt zwischen Wellenberg und Wellendahl, unsere ausgedachte Nulllinie, sondern das ist da unten. Der Nullpunkt, aus dem jetzt, hast du mal, überlegst du dir Wasser, Wasserspiegel, kein Wasser, gegenständig. Aha. Da ist die ganze Physik mit drin. Drückt in Bildungen, Beelet heißt im Kind, sind aufgespannte Existenzen des Gehirns oder des Geistes. Mit Substantiven, mit einer Endung aus, dass etwas entfernt wird. Wie verstehe ich entfernen? Wir brauchen diese Phasen. Ich muss was aus mir herausdenken, mir vorstellen, dann verstehen, dass das Vorgestellte eigentlich meine Information ist. Und in die dritte Stufe entfernen heißt, ich lasse es wieder zusammenfallen in der absoluten Mitte. Dann ist es wieder weg. Weg. Wahrlich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das ewige Leben. Und wenn du nicht an mich denkst, egal, wenn du an was nicht denkst, ist es weg. Das Wort Weg hat wieder drei Stufen. Verstehst du unter Weg, dass es nicht da ist oder dass es irgendwo anders ist, in einer gewissen Entfernung von dir entfernt ist? Merkst du, du kommst aus dem Mittelpunkt gar nicht raus, wenn du die Sprache verstehst. Aha. Drückt in Bildungen mit Verben ein Herausgelangen aus, das müssen wir jetzt als ersten Punkt nehmen. Und einen Beginn, das heißt, die Reihenfolge ist ja, wenn umdreht, weil die das rückgängig machen, du kannst erst was rückgängig machen, wenn du dir das vorher herausnimmst. Also müsste eigentlich die 4 an der 1 stehen. Ich sage ja, deine Welt ist voller Fehler, die du ordnen kannst, die du sortieren kannst, wenn du die Vordersprache verstehst. So, jetzt haben wir die Erde. Das heißt also, wir haben jetzt fest, dieses von meinem Entfernen, von meinem Empfangen, Ares ist die Erde. Da sind wir oft drauf eingegangen, das heißt ja auch, ich werde zu laufen beginnen, ich setze mich in Bewegung. Weil diese berechneten Geburten sind letztendlich, sie fangen an zu allen, wir sind wieder bei allen, sie laufen, sie rennen. Wohin laufen sie denn, heißt es immer im Lurio. Wohin laufen sie denn? Das sind übrigens die Pferde auf der Rennbahn. Darum sind es die Läufer, aber das sind Bruchstücke, Beruch. Das sind nur Bruchstücke eines Sinus, den du dir raumzeitlich auseinanderdenkst, der eigentlich nur Winkelfunktionen in einem Einheitskreis darstellt. Blickwinkel darstellt in einem Einheitskreis, die du dir rein aufgrund der fehlerhaft gelehrten Arithmetik verstellt in Raum und Zeit verteilt herauskonstruierst. Das sind dann die Bruch, Beruch heißt im Geist, in den vier Weltgegenden, in unseren Tetraeder, Hüben 3 und Drüben 3, beginnt es zu laufen. Wenn ich mir jetzt, schau bitte das kleine Bild an, zwei Spiegel denke, und ich mache ein Licht dazwischen und ich werde das Licht und ich schaue in einen Spiegel rein, habe ich meinen Spiegeltunnel. Aber wohin laufen eigentlich die Lichtstrahlen, die angeblich die Photonen, die aus meinem Licht rausspritzen, wenn ich einen Abstand mache? Da gibt es keinen Raum. Das ist ein Traum. Wie groß ist der Raum in deinem Traum, in deinem Universum? Du bist der Uni, der eine, der Versum in eins gekehrt. Alles, was du dir ausdenkst, das ist die Sache mit der Entfernung, wo wir gerade gehabt haben. Das ist das Universum. Und das Uni, der eine bist du selbst. Das sind wir. Ja. Nächstes Wort. Gürtet euch, seid gegürtet, rüstet euch. Binde. Ein Umgürten, ein Umbinden. Binde. Was heißt das eigentlich? Ich bin. Wir machen es einmal. Bi heißt in mir auf Hebräisch, in mir ist eine Existenz. Habe ich oft gesagt. Das heißt jetzt, du fängst an, was in dir einzuschalten. Ein Interpolieren, Pol, Pol, tun, machen, handeln, ein Interpolieren
Und das wird meistens übersetzt mit zwischen. Z-Waff heißt der Befehl zu schlafen. Und etwas vor sich hinzuträumen. Ischen. Isch ist Schlaf. Mhm. Die Geburt von was doppelt aufgespannt ist und das W ist eine Gestaltwerdung und das wird zu einer Existenz. Und die ist innerhalb all. In diesem Nichts-Polar. Ja. Dieses innerhalb all ist der absolute Mittelpunkt. Schaut das kleine Bild an und den teilt sich in ein ausgedachtes Innerhalb und in ein ausgedachtes Außerhalb. Aber beide ausgedachten Sachen werden aus dem absoluten Mittelpunkt herausgedacht. Wenn du das verstanden hast, hat er Einsicht. Ich würde jetzt das sagen, ihm, das ist die Einsicht. Dann fängst du an zu verstehen. Mhm. Merkt ihr, wie einfach Holofeeling eigentlich ist in Bezug auf den Komplex, der hier da ist? Ja. Und jetzt haben wir wieder, das ist dieses umgürtet euch. Das heißt, Chedi in Schrecken versetzt. Umgürtet euch. Ihr seid umgürtet hier. Erschreckt, seid erschreckt, Shin er logisch berechnet, Act. Dann nochmal, das, was dich einhüllt, was dich umgürtet, was dich rüstet, das ist ja das Schöne, dass jetzt jedes deutsche Wort nochmal rückübersetzt, schnüre dich ein, das führe ich dann übrigens auch zu dem Keder, das Umzingeln. Das ist der kleine Vers, wo er jetzt vorgelesen hat. Jetzt glaube ich, lassen wir es dann gut sein, wir können da kurz mal... Das ist faszinierend. Ist das nicht faszinierend? Aber das bisschen, was er auf der deutschen Übersetzung hat, das ist doch noch nicht faszinierend. Ja, da rotten sich die alle zusammen, da werden Pläne gelegt und dann werden die Pläne durchgezogen. Ja, und du jetzt haben wir noch nicht die Pläne, es ist wieder so eine Sache. Was ist ein Plan? Plan, ja. Das ist fast immer positiv, negativen. Das ist hebräisch, wissen wir, das Bella. Das ist fast einmal hier... Ein Wunder, was rätselhaft sein ist, was wunderbar sein ist. Wirkliche Wunder sind immer rätselhaft, weil sie nicht logisch sind. Das Enin heißt dann ihr Plan. Das ist eigentlich weiblich in Bezug der Pläne der Frauen, der logischen Systeme deiner Welt. Das beschreibt jetzt ihr hier. Aber wenn man ins Griechische reingeht, habe ich schon öfter gesagt, die Planeten, das sind so Kleinigkeiten. Wir haben ja Planet, da haben wir ja mehrere Möglichkeiten. Aber das klassische Planet, da kommen die Planeten her, das sind so, habe ich vergessen. Da müssen wir schon auch mit reinmachen. Also, jetzt fange ich zu schwächeln an. Jetzt passt es aber. So, das ist das das Herumschweifen, die Irrfahrt. Mach dir kein Bild von irgendwas da droben am Himmel. Diese Planeten, die du dir ausdenkst, die du um deine Erde oder um die Sonne herumkreisen lässt, die sind hier und jetzt in deinem Kopf. Das ist ein großer Irrtum. Es ist eine Vorstellung von falsch gelehrtem Wissen. Darum sage ich immer wieder, das spricht man plane, plane nichts. Planen. Weil was du planst, in der Zukunft wird nichts passieren. Das ist das erste große Problem an dem Ganzen. Denk wieder an mein Wasser, das wir vor uns hinstellen. Du kannst das nicht trinken in der Zukunft. Was du machst, passiert jetzt. Die Schwelle von UB ist hier. Ja, ja. SB-Wissen heißt die Schwelle, die logische Welle von UB. Gott im Meer, El Hayom. BH heißt immer hier. Und dann bist du wach. Doppelt aufgespannt. Oder? Ja? Eines Menschlein muss dich halt einfach dem Ganzen fügen. Hast du das gehört, was er gesagt hat? Ja, musst du dich fügen. Als Menschlein musst du dich halt dem Ganzen fügen. Jetzt ist natürlich, er spricht jetzt von Trockennasenaffen, von Medim, die sich der Politik fügen müssen. Ich sage, das ist wurscht, das hat ja, gibt des Kaisers, was des Kaisers ist. Denk an die Jesusgeschichte. Und jetzt spricht ein Höherer. Ein Höherer ist UP, abgehoben, oben. Jetzt spricht ein Höherer in dir. Schließt euch zusammen. Werdet meine Geistesfunk im Geist. Aber am Ende werdet ihr doch zerschmettert. Dann heißt es weiter... Schmiede deinen Plan. Man denkt sich, das gibt es ja nicht, was da steht. Und das ist schon 2700 Jahre alt. Merkst du? Immer raumzeitiges Denken, nachäffen, einseitig, chronologisch auslegen. Es hat nichts zu tun mit dem Verstehen von dem symbolischen, arithmetischen Tiefengehalt dieser Programme. Das sind Computerprogramme.
Es sind Ausdrücke aus diesen Computerprogrammen, die Vorstellungen erzeugen. Aber wer die Vorstellungen sich ausdenkt und wer das erlebt, wird hier überhaupt nicht besprochen. Dieser Text schmiedet einen Plan, es wird doch nichts daraus. Verabredet etwas, es wird doch nicht ausgeführt. Denn Gott ist mit uns. Das heißt Immanuel. Denn so hat der Herr zu mir gesprochen, sagt der Prophet Jesaja, indem er mich fest bei der Hand fasste und mich davor warnte, auf dem Weg dieses Volkes zu gehen. Das heißt, geh nicht mit den ganzen Medien und geh nicht mit den Gegenmedien, mit den Querdenkern. Wenn wir das jetzt weiterlesen, das ist dieses... Das im Original lesen, was du feststellen, es ist einfach immer nur, du landest immer in dem Kontext von Holophili. Ja. Was hier viel interessanter ist, denn Gott ist mit uns, das ist diese Immanuel. Denn also hat Jahwe zu mir gesprochen, indem seine Hand stark auf mir war und er mich warnte. Ich sage, ich warne dich, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, wenn du irgendwelche einseitigen Vorstellungen nachäffst, nachhängst, egal was es ist. Nicht auf dem Weg dieses Volkes zu wandeln, das du dir ausdankst, dieser Metin, die Gestalt, lass die Toten ihre Toten begraben, du bist ewiger Geist von meinem Geist, das bist du hundertprozentig sicher, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Und es wird mich nicht so niemand anders hören wie du. Es kann sein, dass du jetzt, wenn du an dich denkst, dann an anderen Trockennasenaffen denkst und damit zwangsläufig eine andere Person, ein anderes Filter aufhast, meine Worte ganz anders auslegst, ganz anders interpretierst und komplett anders reagierst auf diese Worte, wie du jetzt. Das hängt davon ab, hör dir vorhergehenden Selbstgespräche an, wer du zu sein glaubst. Schon das, was du jetzt vor dir siehst, hängt davon ab, wer du zu sein glaubst, auf deiner VR-Brille. Du hörst jetzt zwar, egal wer du zu sein glaubst, wenn du das Video anhörst, hörst du dieselben Worte. Jetzt rein als Geräusche. Du siehst auch jetzt auf dem Monitor ziemlich dasselbe Bild, aber nicht auf demselben Computer. Und der Hintergrund deines Monitors ist abhängig davon, wer du zu sein glaubst. Das heißt, das sind jetzt eventuell tausende von verschiedenen Bildern in dem jetzt Moment, wo du dir Gedanken machst, du siehst nur eins davon, nämlich das, das du auf der VR-Brille hast, aufgrund deines Glaubens, wie das Zimmer aussieht, Z im Meer, die Geburt im Meer. Diese Gedankenwelle, die jetzt in dir auftaucht, wenn du auf deine VR-Brille drauf schaust. Stimmt oder stimmt? Ja. Das sind ganz einfache Worte, hörst die immer wieder an. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, Querdenker. Was dieses Volk Verschwörung nennt, das Volk ist jetzt die offiziellen Medien. Und fürchtet nicht ihre Furcht und erschreckt nicht davor. Was sollte dir passieren? Was soll an dir passieren, wenn du weißt, wer du bist? Was du bist? Du bist ein nicht denkbares Nichts. Du bist ein Gott, der zwangsläufig alles ist. Das, was immer ist, immer ist, ist nichts. Und alles, was existiert, sind Facetten aus dem, was mir all le ist. Dieses Nichts wird le ist, wird zu einer auseinandergeschmissenen Vielheit. Die 13. Das sind die Ohrenbarungen des Jahres. Der Herr der Herrscher. Jahwe, der Herr der Herrscher. Das ist jetzt interessant. 13. Du, Jahwe. Zebaut. Zeb, wissen wir, ist Test Udo. Lateinisch, die Schildkröte, Shin Illet, Karöde. Shin Illet, der Logos des Kindes ist wieder Rode, wieder Adam. Röde ist ja Rot, ist ja der Adam, oder? Das ist praktisch die Schildkrötenzeichen. Haut sind die Zeichen. Das sind diese hebräischen Zeichen, das sind die chinesischen Zeichen, das sind die lateinischen Zeichen. Und da bist du der Herr drüber, wenn du ich bist. Aber du bist halt momentan nur einer, der ein Buch in der Hand hat und nur den Intellekt, deinen Schwamminhalt zum Denken benutzt, einen Intellekt von unendlich vielen intellektuellen Denksystemen. Den sollt ihr heiligen, diesen Herrn Zebaot sollt ihr heiligen, der in dir drin ist. Kadosch. Heilig. Und er sagt aber zu dir, ich bin du. Ich erhebe doch nicht einen von dir ausgedachten Uro oder ich will nicht, dass du einen von dir ausgedachten Gott bewunderst. Du sollst kein Geschöpf, kein Gedanken von dir bewundern. Bewunder den, der sich's ausdenkt. Fang an, dich selbst zu bewundern. Und dann wirst du Wunder erleben über Wunder.
und er sei eure Furcht und er sei euer Schrecken. Das kann ich positiv und negativ lesen. Eigentlich heißt es, er ist Schinnerecken. Sobald er Gestalt geworden wird, werden das Schinnerecken. Mhm. Und er ist nochmal Schrecken. Im ersten Moment nicht übersetzbar, kann man durchaus übersetzen. Das heißt nämlich hier, das heißt, dass da mal erweckt, erwacht, das heißt vom Erwecken, vom Erwachen, das Erwachen vom Erwachen und dann hast du den Zebot. Kommt deine eigene Geburt. Und das im Moment ist ihr in Bezug auf Geistesfunk. Das heißt, vom Erwecken kommt ihre eigene Geburt, kann ich das jetzt übersetzen. Mhm. Und er wird zum Heiligtum sein. Das heißt, es ist das Heiligtum. Es ist das tiefste Innere in unserer Kamera Obscura. So. Ja. Ich hoffe, man konnte einigermaßen den ganzen folgen. Habe ich jetzt irgendwas anderes erzählt, was ich sonst erzähle? Jetzt kannst du den Prediger lesen, nichts Neues auf dieser Erde. Das ist das große Geheimnis aller Religionen, was ich dir jetzt offenbart habe. Nicht diesen Pixeln, die du jetzt vor dir auf dem Monitor siehst. Auch nicht den, der vom Computer sitzt. Sondern den, der sich das alles ausdenkt. Und du musst jetzt demütig das da mal begreifen, inwieweit resoniere ich. Weckt es in mir Neugier? Und ihr wisst, ich sage immer dazu, dein Leben ist maßgeschneidert. Jeder Moment, der in dir auftaucht, du musst nur zuerst verstehen, warum ist das jetzt schon wieder? Du hast zu lernen, dich über nichts und niemanden aufzuregen. Und wenn jetzt irgendwas in dir auftaucht, das in dem Moment, Moment des Auftauchens, vollkommen ohne Qualität ist. Deine zwanghafte Reaktion deines Programms, deines Intellekts erzeugt jetzt, dieses Reagieren erzeugt dann zwangsläufig Gefühle. Warum ist jetzt das schon wieder? Ich habe es doch verstanden. Ich sage, das ist deshalb, weil du zu lernen hast, dich über nichts und niemanden aufzuregen. Und das hast du offensichtlich nicht verstanden, sonst würdest du nicht so reagieren. Du hast dich über nichts und niemanden aufzuregen, weil du die Sinnlosigkeit von Ärger erkennen musst. Verlustangst, da schreite ich die Lust schon wieder an. Das Problem ist, die Vorsilbe Ferdi hat nämlich wieder zwei Seiten. Verbinde ich was oder verstreue ich was? Das Vergnügen, die Verlust. Was ist da negativ dran? Was negativ ist, ist auch positiv. Es gibt kein Wellental ohne einen Wellenberg und es gibt kein Berg ohne ein Tal. Es gibt kein Oben ohne Unten, es gibt keine Gesundheit ohne Krankheit. Die Schwierigkeit ist die Unvollkommenheit der Einseitigkeit, wenn du nur krank sein willst. Warum willst du denn einfach heil sein? Heil ist beides. Das ist das große Prinzip. Und dann sage ich dir, das wirst du nie werden können, weil du das schon bist. Aber du kannst dich daran wieder erinnern, dass du das schon immer bist. Im Meer. Und sobald Lebendigkeit entsteht, im Meer dieser Punkt, springt uns das hier auf. Ein über uns gedachter Wasserspiegel, es taucht etwas in uns auf, das wir dann zuerst einmal zu einer Welle machen. Jetzt haben wir die zwei Seiten. Und ich betone immer die 16 Seiten. Wo zwei sind, sobald du an zwei denkst, die ja positiv, die ja negativ, müssen vier da sein. Sobald du jetzt die vier denkst, müssen acht da sein. Das ist ein arithmetisches Prinzip, wie eben dieser Lebenscomputer funktioniert, dieser göttliche. Jetzt lassen wir es gut sein, hoffe ich. Danke. Fragen? Nein. Und jetzt merkst du Begeisterung und es ist, du bist kein schlechterer Mensch, wenn du jetzt sagst, das verstehe ich überhaupt nicht, weil du dich überhaupt mit dem Zeug noch nicht beschäftigt hast. Auch hier sage ich von vornherein, du brauchst kein intellektuelles Wissen. Und es ist deine Erlösung, deine geistige Befreiung hängt nicht davon ab, dass du irgendwelche von dir ausgedachte Menschen von irgendwas überzeugen müsstest. Das ist doch das Prinzip, die große Trugschluss aller jetzt ausgedachten Religionen, der meisten zumindest, und vor allem aller politischen Ansichten, dass man meint, man müsste die Affen da außen, die ja nur existieren, wenn du sie denkst und immer nur in deinem Kopf existieren, von irgendwas überzeugen. Ich reduziere das einmal. Du lebst oder diese Art zu denken, lebt in dem Wahn zu glauben, ich müsste einen Gedanken von mir, eine Information von mir, von irgendetwas überzeugen, dass meine Welt besser wird. Lass diese Sätze auf dich wirken. Was ist jetzt die Menschheit?
Was ist jetzt die Menschheit? Eine Menschheit, die die ganze Zeit nicht existiert hat, bis ich das Wort Menschheit ausgesprochen habe. Es ist jetzt erst einmal ein Wort. Jetzt mach mal eine Vorstellung draus. Ich könnte jetzt wieder sagen, weißt du, wie viel Selbstgesprächen drauf ist, an was denkst du bei dem Wort Menschheit? Alles. Setz einmal zuerst voraus, dass du Deutscher bist, weil wenn du jetzt ein chinesisches Programm laufen hast, kannst du mit dem Wort Menschheit überhaupt nichts anfangen. Dann ist es nur ein Geräusch, es bleibt ein Geräusch. Circa 7, 8 Milliarden Trockennasenaffen, sterbliche Säugetiere, Medim, Enoshat, die sich auf einer Kugel befinden, die sich um die Sonne herumdreht. Wer bestimmt es, dass das so ist? Dein Schwamminhalt. Was würdest du denken, wenn man dir in Elternhaus und Schule was anderes erzählt hätte? Vielleicht, dass die Welt eine Scheibe ist? Oder dass die Welt eine Hohlkugel ist? Oder dass sie vielleicht bloß ein Traum ist? Oder jetzt moderner ausgedrückt, du bist ja in einer Matrix? Das, was du jetzt denkst, hängt doch davon ab, was dein Intellekt hergibt am Denken. Jetzt weißt du aber, dass da noch andere Denkmöglichkeiten da sind, aber es stimmt ja bloß eine davon. Ich habe vor 25 Jahren erzählt, wenn du dich jetzt schlau machst, Informationen in dir aufwirfst über verschiedene Weltbilder der Menschheitsgeschichte, die wir uns jetzt ganz bewusst jetzt denken, aber die uns jetzt in die Vergangenheit denken, die gar nicht existieren, auch nicht in der Vergangenheit, bevor es wir denken. Was existiert, existiert hier und jetzt. Aber wir haben die Möglichkeit, diese Gedanken, Vergangenheit der Erde, der Menschheit, uns jetzt einmal ganz bewusst in die Vergangenheit aufzuspannen, obwohl sie trotzdem bloß hier und jetzt sind. Und dann kann ich mich schlau machen und dann merke ich, da gibt es ja ganz viele verschiedene Weltbilder, an die die Menschen, die ich mir jetzt ausdenke, schon einmal geglaubt haben. Die Menschen, die ich mir ausdenke, sind Kisten, wo ich mir jetzt reindenke, die haben das und das und das geglaubt. Heliozentrisches Weltbild, geozentrisches Weltbild, ptolemäisches Weltbild und. Und die kann ich mir jetzt alle vorstellen. Ich kann die auch bildlich auf einem Computer ablaufen lassen als Simulationen. Das ist immer Programm, erzeugt Bilder. Das geht bis in die Realisierung deiner jetzigen Traumwelt mit den Naturgesetzen. Und der Wahn beginnt jetzt, dass du aus einer Vielheit, die denkmöglich ist, denk wieder an unsere Kurie, Cura, die Denkmöglichkeiten, dass du jetzt ganz, ganz definitiv sagst, das ist da außen und alles andere war Wahn, die haben ja noch keine Ahnung gehabt. Es ist so wunderschön, dass das Ego sich so aufblößt, dass dir irgendwann einmal klar sein wird, dass prinzipiell die anderen immer keine Ahnung haben. Weil du weißt ja, ganz interessant, du bestimmst dann auch bei den Sachen, wo du auch weißt, dass du das noch nicht weißt, dass du dir welche ausdenkst, wo du dann bestimmst, dass die das wissen. Meinst du wirklich, dass die das wissen? Ich glaube, im letzten Selbstgespräch habe ich gesagt, geh doch nur ins Internet auf YouTube und dann geh die ganzen Beratungen, egal um was es geht. Ob das jetzt Physik ist, ob das Nahrungsergänzungsmittel ist, egal was die dir erzählen, ich garantiere dir, da sitzen welche da und die plappern irgendwas nach von vielen Möglichkeiten. Eine Sichtweise wird nachgeplappert, die sie dir erzählen und als einzige Wahrheit verkaufen. Was zum Beispiel gesund ist und was nicht gesund ist. Was richtig und was verkehrt ist. Egal um was es geht. Es gibt keine Internetseite, kein Buch, das du mir zeigst, keine Seite, wo irgendwas behauptet wird, wo ich dir nicht problemlos tausende von anderen Seiten und Büchern einspiele, wo zum selben Thema das genaue Gegenteil oder sogar was anderes war, ganz was anderes behauptet wird. Ein Satz, den ich gebetsmannhaft wiederhole für dich. Mhm. Woher nimmst du die Arroganz zu glauben, dass diese Lügen, die man dir erzählt hat, schon der Weisheit letzter Schluss wäre? Der Weisheit letzter Schluss, das ist wichtig, dass du das verstehst, ist der absolute Mittelpunkt, aus dem alles entspringt. Indem du, Geist, der du mich jetzt sprechen hörst, dich mit mir an meiner Seite im Meer befindest. Für alle Ewigkeit, ohne Anfang und Ende. Das ist das Erste, was du jetzt zu akzeptieren hast. Und es nützt nichts, wenn du um dich herum dir jetzt welche ausdenkst, du meinst, die müssten das bestätigen, dass du es auch glauben kannst. Das ist doch das Tätigen von normalen Menschen unter Menschen, Affen unter Affen. Brösel unter Brösel, wie ich das nenne. Geil. Was ist denn dann jetzt los? Was machst du denn schon wieder? Geil. Ich glaube, jetzt lassen wir es gut sein, oder? Oh mein Gott,
Wunderbar. Oh mein Gott! Leben ist ein Wunder. Lebe es. Lass dich darauf ein. Lass dich auf das Abenteuerleben ein. Das ist krass. Das große Abenteuerleben. Das ist das, was wichtig ist. In der Mitte. Und hör auf, vor irgendwas Angst zu haben. Du musst dich vor nichts und niemandem fürchten. Du bist mächtiger als jeder Gedanke, den du denkst. Viel mächtiger wie der kleine Brüssel Udo da in der Mitte. Okay? Ja. Wir sagen bis gleich. Ja.